Welcome back to another German Food Review, and it's Ferrero time. Kinder Bueno Dark, limited edition. Okay, yeah, dark chocolate, obviously, and the rest should be the same as the standard one. Price for this one's €1.99 in Lidl. So let's see, is there something on it? No. Okay, broken. That's not a good idea. So let's do it this way. Okay, this one should be okay. Kinder from Ferrero. Well, the ingredients, no, first the okay, one bar, 130 calories, yeah. 593. That is extremely high. For chocolate, 500 is standard. But okay, it's Ferrero, it's tasty. I know it already. It must be tasty. Oh, and this red is terrible. It's the English. Can't see it. Oh, yeah, I can't read this. Let's open it. Okay, and it's dark, as you can see. There's also a white version available and the standard one and more, I guess. Yeah. Okay. Nice, look at this. Okay. And here's a Kinder Bueno. Let me sniff it. Okay, yeah, smells dark, a little bitter. Look like, and yeah, it's a waffle covered with dark chocolate, and then there's a pattern on it, and yeah, a nice filling, I guess it's hazelnut filling or so. Oh, focus please. Yeah. Okay, let's try it. Here we go. Oh no. Okay, yeah, the filling is of course super nice. Nothing wrong with the filling, but the outside is bitter. Oh, no. You can see the waffle. Yeah, I would prefer the standard one or the white one, but not this here. No. Yeah, first it's bitter and tastes like dark chocolate, but really like dark chocolate. And then it's sweet, super sweet from this creamy stuff here. Let's try this alone. Yeah. So here it is. Yeah, that is awesome. More. This is super creamy, sweet, tasty, yeah. But I don't like this outside stuff. Let me check this off camera. Okay, it's a hazelnut filling. Yeah, and then it's a 54%. And you're covered with dark chocolate. Rating, yeah, it's of course, it's a thumbs up. Oops, dirty thumb. But I wouldn't buy this again. Yeah, this is strange. Bitter and then super sweet. No, not for me. But if you like dark chocolate, then this works for you, I guess. Yeah. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, heute gibt es hier etwas von Ferrero, und zwar Kinder Bueno Dark. Und ja, es ist einfach Kinder Bueno mit dunkler Schokolade. Das bedeutet also, dass es etwas herber schmeckt als sonst. Dieses Rot hier kann ich leider nicht lesen durch die Kamera. Halbbitterschokolade, okay. Und es ist 54% Füllung. Im Video kann man das wahrscheinlich lesen, aber durch mein Display hier kann ich das nicht lesen.
Ja, aber die Kalorien kann ich lesen. 127 für ein so ein Stick. Und ja, Chibi. 600 ist sehr hoch, 500 ist normal für Schokolade. Alles klar. Preis dafür ist 2 Euro im Lidl. Oh, und ich habe immer noch einen bitteren Geschmack im Mund. Deshalb esse ich davon auch nicht so viel. Das schmeckt mir nicht so richtig. Es ist mir zu bitter. Es schmeckt schon. Und es schmeckt nur, weil da so eine geile Füllung drin ist. So sieht er aus. Und hier seht ihr die Füllung. Hier habe ich schon rausgenascht. Ja, die Füllung schmeckt natürlich super. Ja, da kommt der Geschmack her. Aber das hier außenrum ist wirklich richtig bitter. Es ist immer noch im Rachen. Here we go. Ja, also ist nichts für mich. Ich würde den normalen bevorzugen oder die weiße Version. Aber das hier ist mir eindeutig zu bitter. Und wer bittere Sachen mag, wo dann nach richtig was Süßes durchkommt, der ist hiermit gut beraten. Wahrscheinlich. Ja, die Creme hier ist super. Also, ja, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Muss ich nochmal kurz kosten. Wenn es dann fokussiert, bitte. Hier ist die Creme. Oh ja, die ist spitze. Also, besser als das geht's kaum. Aber das außenrum gefällt mir nicht. Bekommt trotzdem Daumen nach oben. Denn das ist alles andere als schlecht. Ich mag nur diesen bitteren Geschmack nicht. Ja. Deshalb ist es wahrscheinlich auch eine Limited Edition. Mal sehen, wie es ankommt. Okay. Wie viel Zucker ist hier eigentlich drin? Nur 36%. Mann, aber 40% Fett. Ja, das merkt man. So cremig ist das auch. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.